Ironie des Schicksals. Ein Mann versucht Zeit seines Lebens die Welt zu zerstören. Und jetzt ist sein Sohn der Einzige, der sie retten kann. Und ich eile zu seiner Rettung. Der Mann, der seinen Vater getötet hat. Wie gesagt, Ironie. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es Schicksal. Vor 3 Jahren habe ich Wesker getötet. Dieser Krieg darf mich nicht ewig verfolgen. Wenn wir Jake gerettet haben, quittiere ich den Dienst. Was? Moment mal. Zeit, dass jemand meinen Platz einnimmt. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie das tun. Ich glaube nicht, dass ich dafür bereit bin. Sie haben es bis hierher geschafft. Also gut. Los geht's! Wer zum Teufel hat das Geld, um so etwas zu bauen? Das sieht schwer nach Neo Umbrella aus. Aufgepasst. Es gibt bestimmt eine Überraschung. Verstanden. Ja, und damit würde ich mal sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Resident Evil 6. Für euch am Controller ist der FlexiK und wie immer habe ich mir bei diesem Spiel Unterstützung von Marcy geholt. Hallo. Ich habe dich gleich erstmal geadelt hier ganz am Anfang, ja. Du darfst jetzt in Zukunft meinen Posten übernehmen. Ich darf deinen Posten übernehmen? Achso, ja. Storytechnisch, ja. Der Chris will endlich mal aussteigen. Zeit wird's auch. Alter Sack. Ja, wir sind hier im Unterwassertrakt von Neo Umbrella. Irgendwie haben sie ja immer was so mit unterirdischen Bauten und so. Und Regenschirm. Captain. Okay. Ich glaube, ich hab's. Wir sind aufgeflogen. Wir müssen weg. So, und jetzt geht's richtig los hier bei Call of Duty Modern Warfare. Nee, falsches Spiel. So, wie war denn das mit dem Rutschen? Schon ein bisschen her, dass wir das letzte Mal gespielt haben, ne? Im August. Ich hab das noch im Urin, man musste sprinten und dann irgendeinen Knopf drücken. Stopp. Ah, den linken Trigger. Also L2 bei dir, Marcy, genau. Bist schon lange durch, super. Schnüffel mir da hinten so, nicht rum. Captain, zeig ich mal, was hast du denn da? Oh, Hämorrhoiden. Sieht's gut aus? So, wie war denn das hier mit Waffenwechseln? Pierce, untersuchen Sie einen Bereich für mich. Ja. Captain, wo juckt's? Einmal husten bitte. So, das war Dingswechseln, das ist Waffenwechseln. Ach, wir müssen hier jedes Mal die Steuerung erneut lernen. Tut uns leid, Leute. Muss ich jetzt ein bisschen Muni für dich, falls du mal gucken magst. Hier ist nochmal Schrot-Muni. So, wo soll ich jetzt gucken gehen? Da drüben, oder? Wirfst du mich da rüber? Ja. Wirf mich mal rüber. Yippie-yay! Schweinebacke. Der Propeller versperrt mir den Weg in den Luftschacht. Das ist schade, wa? Versuchen Sie ihn von da oben auszuschalten. Er ist aus. Oh, Zombies. Okay, ich gehe rein. Ach, verdammt! Du bist noch dabei und unterstützt mich, oder? Alter! Hier brauchen wir noch die Granaten. Ich frage mich gerade, wie ich jetzt hier rüberkomme.
Nein, du musst unten lang. Ich habe da irgendeinen Hebel gedrückt, dass du, Ja, aber ich habe keine... keinen Befehl zum Runtergehen hier. Na, da war eine Leiter irgendwo an der Seite, habe ich vorhin gesehen. Kommst du mir nicht klar? Ne, da ist eine Leiter, das rote Ding. Da, ja. Na, kannst du denn auch springen? Alles erledigt. Sehr schön. Du machst das schon. Ich batze hier in der Zwischenzeit mal ein bisschen die Typen weg. Wenn ich sie denn sehe und das hinkriege irgendwie. Schießen die wirklich mit Stand-MGs auf uns? Sehen, was hier ist. Warten Sie auf Befehle. Ja, noch eine Macke. Verstanden. Jetzt im Kreis gelaufen? Ich weiß es nicht, was du da tust. Ich habe ja gerade auch keinen Nerv, um zu gucken, ob das alles so richtig ist. Ich habe hier selber meine Dinge zu erledigen. Pierce, hier ist schon wieder so ein Propeller. Ja, hier ist klar. Nur einen Moment. Wo muss ich denn da hin? Da hinten. So, Hammer. Oh, ziehen kann auch nicht mehr, der Dicke. Na, klasse. Wieso mutieren die hier alle? Oh, fuck. Das wird schon mal machen. Man hat eine riesen Rutschparty. Zombies mit Raketenwerfer stehe ich voll drauf. Da ordentlich auf dem Deckel gleich hört. Ich suche jetzt einen Nahkampf. Das kannst du gern tun. Alter! So, ich brauche mal eine andere Klüfte. Also wie kann er denn ohne Helm weiterlaufen? Pierce. Ja? Komm mich hier lieber mal unterstützen. Ich habe hier irgendwie unendlich viele Gegner. Pierce, der Aufzug hat jetzt wieder Strom. Sehr schön. Verstanden. Ich treffe sie da oben. Wie kommen denn hier? Ich treffe sie dann oben. Das heißt, ich muss jetzt wieder hochkommen. Keine Ahnung. Ich bin im Aufzug und komme zu Ihnen. Alles klar. Meine Güte. Ah, da kommst du. Jetzt, wo alles fast... Nee, kommen noch neue. Keine Sorge, ein bisschen Spaß. Lass mal den. Das hat mich... wieder zurück katapultiert. Ist wieder ein Aufzug geflogen? Ja. Und der ist so gleich wieder losgefahren. Sehr geil. Ich bin ja auch doof. Warum stehe ich mich denn hier nicht an den... Ich
Schlüssel noch nicht hin. Ja. Rechter Trigger. Drück ich doch. Das war Heilung, das war klasse. Das ist, ach, linker Trigger, Leute. Muss doch mal hier nur hinschreiben. So, jetzt. Komm, geh, ne? Klasse. Jetzt, wo ich so weit bin. So, Marsi, treib's nicht rum. Jetzt habe ich dir wirklich das ganze Feld sauber gemacht. Und ich räume die Munition ab. Ja, klasse. So finde ich das super. Das freut mich richtig. Ich auch. Mich auch. So. Dann lass uns mal weiter durch den Vorhang da gucken, wo du hergekommen bist. Ich möchte überhaupt, wir müssen wieder mit irgendeinem Fahrstuhl rumfahren. Da irgendwie wieder Knöpfe drücken. Da unten mussten wir ja so ein Ding aufmachen. Zu zusammen, zweit. Ja, genau. Mhm. Oh, das war echt ordentlich, was hier an Viechern rumgekommen ist. So, hast du hier irgendwelche BSAA-Symbole gesehen an der Wand? Guckst du noch nicht mit? Nee. Nee. Naja, ist auch real. Wir drücken einfach den Knopf. Knopf an der nicht vorhandenen Tür hier. Gegner! Oh, sehr schön. Beide verwandelt. Lass ich. Noch einer. Zwei. Oh, dir. Reihe, mach sie alle! Ja, ja, da lebt noch. Jetzt nicht mehr. Bist du mit einem Style lassen, du? Tritt drauf! Simulator. Schön, weil wir werden auf. So muss das laufen. Herrlich. So, guck mal, was gibt's hier noch? Kisten. Dann neben dir verwandeln sich gerade welche. Das ist an meiner Aura. Ja, schieß den Dicken in die Beine. Warte, der explodiert, geht er weg. Ja, da ist doch noch irgendwie, oder? Ich glaube, der ist gerade mit draufgegangen bei der Explosion. Was gibt's hier Schickes? Eine Kiste. Mit Säure geschossen. Hast du noch Munition? Platz für Muni? Direkt neben dir stehen zwei. Es ist aber nervig, dass die sich hier alle in so einen Hirschkäfer verwandeln. Und du gleich per Hand ran, jawohl. Früher hätten die einen sofort weggekillt und Marcy macht die Perlen fertig. Klassisch, klassisch. So, du hast doch hier vorhin mit deinem Granaten so rumgeballert. Hier wäre Nachschub. Wenn du das mal überprüfen magst. Meine Flasche, was? Alles gut? Handfeuer. Was ist denn? Komm mal rum hier. Gut. Hier hinten gibt's Granaten. Nimm alles mit, was du brauchst. Weiß nicht, bei drei auf den Bäumen ist. Ja, da war auch gerade der Typ im Raketenwerfer, den du da so lange beobachtet hast. Da ist noch ein. Fuck, ey. Oh, je einfach sterben. Fall um und je sterben. Habe ich jetzt eigentlich hier noch Platz bei mir gemacht? Natürlich nicht. Hier sind wieder Hebel zum Drücken und Ziehen und so. Da ist nichts. BSAA-Symbole an der Wand, an der Decke. Hm.
hier so mal gekommen, dann lass uns mal die Hebel ziehen. Jo. Hat da. Hm. We push the button and nothing happened. Doch. So, und warte, bevor du auf diesen Knopf drückst, ich mache ja so gerne Unterbrechungen in Fahrstühlen, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, Jö. Bis dahin.